So, aber jetzt natürlich müssen wir hier noch ein bisschen einrichten. Ich würde vorschlagen, dass wir hier in dem Raum einfach die gleiche Tapete machen. Moment, erstmal natürlich hier, ne? Und hier natürlich auch. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Nein, 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 nicht drehen, nicht drehen. Jetzt habe ich aber... Ja, das ist das, was ich befürchtet habe. So, das muss nämlich jetzt hier einzeln sein, warum das auch immer so ist. Oh, und hier ist das Dach auch drin. Das, ja, das ist Pfusch am Bau. Ach, und da läuft Herr Brodonski lang, wie schön. Geht das nicht eins? Ach, naja, dann lassen wir es so. Okay, dann holen wir uns den Teppich auch mal von unten oder den Dielenboden und pasteln den hier hin. Und eine Lampe. Und gleich haben wir schon kein Geld mehr. So, und hier hinten, da bekommt jetzt nämlich unsere liebe, liebe, gute Freundin Katja einfach ihr Zimmer rein. Denn ja, Monty, der bekommt, beziehungsweise Monty bekommt jetzt erstmals sein eigenes Zimmer. Und Katja darf nach oben ziehen. Würde ich einfach mal so behaupten. Sollen wir das so machen? Finde ich gut. Also ich frage euch da auch gar nicht. So. Es ist jetzt schon sehr groß, ne? So geht's vielleicht auch. So. Vielleicht kaufen wir ihr bald auch mal noch ein neues Bett und sowas. So, hier die Garnitur kommt auch nach oben. Hier machen wir vielleicht mal ein großes Fenster hin. So, hier vielleicht eher hin zum Garten raus und dem Laubhaufen, wo ihre Eltern manchmal nachts sind. Das ist doch dann sehr schön. Ach so, ja, das Bild, das können wir vielleicht hier gleich mal aufhängen. Die Staffelei. Und der Sessel kommt auch rein. Und der Spiegel. Und der Nachttisch natürlich. So. Fenster brauchen wir noch. Ich würde Katja ja gerne mal was Großes spendieren. Ja, sowas zum Beispiel. So vielleicht. Wobei, sieht ein bisschen aus nach Knastfenster. Oder sowas. Das
ist doch ein bisschen jugendlich. Oh, und wir haben keine Kohle mehr. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Den Boden brauchen wir aber noch. So. Ach, das hier ärgert mich so ein bisschen. Können wir das nicht eins noch ziehen hier? Jetzt ist hier aber wieder... Ach. Jetzt ist das Dach hier aber wieder drin. Das ist doch Murks. Nee, dann machen wir es wieder zurück. Und jetzt ist es wieder aus irgendeinem Grund. Ich verstehe das nicht. Nee, jetzt mal nur einzeln hier. Ach. So, hat jetzt jedes seine Farbe, die es haben soll. Das wäre gut. Aber Katja braucht natürlich auch eine Lampe noch. Oh, das wird ein bisschen knapp mit dem Geld. Okay. So, jetzt ist... Ah, Moment, die Bilder natürlich noch. Die Bilder, Katjas Lieblingsbilder. Und das hier auch, das ist auch so schön. Und das hier können wir dann eigentlich auch mal rahmen oder sowas. Dann können wir hier auch so eine kleine Katja-Galerie vielleicht auch hinbekommen. Das finde ich doch schön. So, naja, und jetzt hier unten können wir hier noch eine Tapete hinkleistern. Die vielleicht nicht so viel, genauso viel oder weniger kostet wie die jetzt zum Beispiel. 0 Simoleons, aha. Das wäre doch gut. Und dann könnten wir doch für unseren Monty-Freund noch irgendwas Cooles. Also die darf nicht mehr als 2 Simoleons kosten. Hm, das ist nicht so nice. Nee, zu quietschig. Das ist schon eher was, ja. Und der Boden hier, vielleicht kriegen wir den auch noch ein bisschen schöner hin. So vielleicht. Und dann machen wir hier gerade noch mal Schluss. Und packen uns jetzt mal hier... Teppich und das Bettchen. Ja, nee, das steht jetzt zu sehr da. Und das Bücherregal. Und die Spielzeugtruhe. Und noch was? Und der Computer. Hm, was machen wir denn jetzt mit dem Ding hier? Das kann, hat jetzt ja eigentlich Platz hier, ne? Und die Würfel. Das Töpfchen können wir auch gleich mit reinstellen. Hm, ich würde Monty ja gerne noch mehr kaufen, aber wir haben halt echt keine Kohle.
Von daher muss das jetzt leider erstmal reichen, so leid es mir tut. Vielleicht kann Katja noch ein Bild malen oder sowas. Dass wir da mal hinhängen können. Wird das da unten vielleicht doch aussehen, dass Katja ihm vielleicht mal eins schenkt? Ja. Und das Bett würde ich jetzt... Gibt's das noch in anderen Farben? Wo ist denn das? Hier. Wobei, eigentlich ist es doch ganz schön. Nee, das passt schon. Oder doch in Blau? Nee, aber dann sieht es so aus wie bei den Peepers. Nee, also beim Schlafzimmer hier. Vielleicht kaufen wir ihm... Was ist das denn hier? Partybusch. Was macht das hier bei den Betten? Das ist kein gewöhnlicher Busch. Dieses Geäst findest du auch nicht in deinem Biologiebuch. Er bringt Weiden zum Wein und Eichen zum Wanken. Wir wollten eigentlich nur sagen, was dieser Busch genau macht. Aber er hat uns gebeten, das in Ruhe zu lassen. Daher musst du es allein rausfinden. Blase 10, Energie 3. Kann man da reinpissen oder was? Oder das was hier wie der Laubhaufen? Nee. Gut, aber damit haben wir, glaube ich, ein bisschen umgeräumt bei der Familie Peber und können jetzt, das hier vielleicht besser hierhin so, und haben jetzt mal wieder ein bisschen expandiert und haben hier für Frau Katja einen neuen eigenen Raum uns gebastelt. Und mal gucken, also jetzt haben wir hier ja auch schon diesen Flur. Mal gucken, vielleicht stellen wir hier auch mal noch irgendwas anderes hin. Und vielleicht bauen wir hier dann mal noch an und machen einen Hobbyraum oder sowas. Oder ach, wer weiß, was hier noch kommt. Warte mal, können wir das jetzt eigentlich auch noch so? Aber sieht das aus? Nicht wirklich. Nee, das ist schon in Ordnung so. Fein, gut. Damit können wir wieder eigentlich ins Leben reinhauen. Und bitteschön. Oh, es ist ungewohnt, jetzt hier so ein blaues Zimmerchen zu haben. Guck mal, Mundi! Das ist jetzt dein Zimmer. Nicht du. Du! So. Und Herr Peper, Sie können hier den Nebenjob fortsetzen. Ja, ich habe gehört, du hast coole neue Sachen. Darf ich da vorbeischauen? Nein. Okay. Hallo, Herr Podonski. Wir haben übrigens ein neues Haus, wissen Sie? Hallo, blauwestiger Mann. Wir haben ein neues Haus. Wissen Sie das? Okay. Gut, ich denke, wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht hier mal so rüber zu sneaken dann wieder. Und warum jetzt... Ah, Moment mal. Was ist das denn hier jetzt? Wart mal hier. So, pass mal auf. Guck mal, was wir für Kohle da wieder rausgehaut kriegen, weil dieser komische Bodenbelachs-Scheiß
So. So, guck mal, was wir hier wieder für Geld sparen. So, viel besser. Ja, man muss, ja, wir müssen noch ein bisschen lernen. Okay. Der Monty wirkt ein bisschen verloren in diesem kleinen Zimmer. Aber, oder in diesem Riesenzimmer. Aber es ist ja auch für dauerhaft. Und das ist bei, übrigens größer. Warte mal. Vielleicht können wir es für den Moment doch mal noch ein bisschen verkleinern. Und wo ist jetzt das Bett hin? So, vielleicht noch eine Nummer. Nee, das sieht zu sehr nach Zelle aus. Es muss schon ein bisschen Raum haben. So, und jetzt hier wieder der Teppich hin. Und das hier. Was ist hier eigentlich immer noch für ein Plunder drin? Hm. Charisma Band 1, naja. Bisschen besser, ne? Alright, ich muss gerade mal gucken, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Da muss ich ja immer ein bisschen timen. Kurzen Moment. Ach, die Zeit ist schon wieder um. Aber, was wir gerade mal noch machen müssen... Monty, was geht? Spiel nicht mit mir. Zu viel spielen macht rasend. Stimmt doch gar nicht. Und was mir aber gerade noch aufgefallen ist, das müssen wir das Geld jetzt wieder raushauen, denn wir wollen ja nicht, dass jemand fällt. Deshalb machen wir hier wieder das Geländer dran. Und zwar dieses Schicke. Welches das auch immer war. Das hier? Ja. Ist zwar arschteuer, aber egal. So. Ach, ich würde ja... Ach, jetzt warten wir mal noch, bis Katja heimkommt, damit sie mal sieht, was für eine tolle neue Bude sie hat. So. Kann Monty eigentlich auch in diesem Laubhaufen was machen? Spielen! Ja! Lass den Quatsch und spiel! So, und Herr Pieper kann indes vielleicht noch ein paar Pfannkuchen essen. Hier verdorbenes Essen aussortieren erstmal und dann Reste nehmen. Darf der Monty denn da einfach so hin? Boah, der sneakt sich jetzt voll raus. Ja, mit dem Hintern voran. Ja, und zack. Perfekt. Wir folgen ihm mal. Boah, der freut sich. Da freut sich jetzt einer. Ach, wie schön. Ja, richtig rein. Nicht hier. Ah. Yeah. Whee. Ach, ist das schön. Und danach dann aber auch gleich wieder Blitzmarathon bis zur aufs Töpfchen. Ach, Herr Pieper, Sie hätten auch mal kurz was essen können.
Die Musik, die ist sehr gut. Komm, da kann das Entchen mal, damit sie nicht so ganz alleine. Damit sie hier mal ein bisschen voller aussieht, stellen wir das auch mal hier rein. Ah ja, da ist er schon wieder. Der kleine Fratz. Und ich finde, es sieht schon cool aus hier, ne? Muss ich ja mal sagen. Mit dieser Treppe? Gefällt mir. Gefällt mir gut. Schön. So, Katja, wo bleibst denn? Oh, Herr Pieper muss ja heute auch arbeiten. Aber das kriegt er eigentlich, das müsste er hinkriegen. Und dann könnt ihr... Soll Katja... Na, verschwinde bloß. Katja hat keine Probleme in Mathematik, das verstehe ich. Und muss erstmal duschen. Aber bevor Katja duschen geht, kann sie erstmal hier oben alles bewundern und hier vielleicht ein verspieltes Gemälde malen. Na, klappt das? Ja, die Treppe ist eingeweiht. Juhu! Toll! Sehr, sehr schön. So, naja, und dann gucken wir mal. Katja kann ja vielleicht ja auch noch ein größeres Bett kriegen oder ein eigenes Bücherregal oder mal einen Schreibtisch, wo sie dann auch mal Hausaufgaben dran machen kann oder naja, was auch immer. So, und mit diesem neuen Dingensens hier, mit diesem neuen schönen Raum, hier ist echt viel Platz. Mal gucken, was, ich habe schon eine Idee, was da vielleicht mal hin könnte, wenn wir wieder Geld haben. Das ist doch genau das Richtige für Monty. Oh ja, ich glaube, das hängen wir bei ihm auf. Das machen wir. Gut, das machen wir aber dann in der nächsten Aufnahme. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, jetzt kommen wieder ein bisschen regelmäßiger Videos. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's bis dahin gut. Ich bin raus, euer Flo. Tschüss.